Willkommen zurück beim Adeptus Mechanicus Stellaris. Wir sind immer noch dabei, gerade eben hier mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Einerseits versuchen wir natürlich unsere technologische Entwicklung voranzutreiben, als auch unsere wirtschaftliche. Und wir versuchen so ein kleines bisschen Kontrolle über die galaktische Gemeinschaft jetzt hier zu erringen. Ihr seht, wir haben jetzt schon hier eine diplomatische Bedeutung von 170k. Also demnächst wird uns eigentlich nicht mehr wirklich irgendetwas aufhalten können. Und das finde ich persönlich ganz, ganz gut. Wir bauen hier gerade eben noch unsere nächste Dyson-Sphäre weiter aus und mit Betonung auf nächste, ne? Denn wir haben ja eine erobert. Oh, was ist das? Ich habe ja nochmal einen Astralriss, wie ich gerade sehe. Den habe ich ja völlig übersehen. Oh, und was wir übrigens jetzt auch machen können, ist unser letzter Aufstiegsvorteil. Oh, es sind mehrere Sachen hier cool. Wir machen den letzten Aufstiegsvorteil. Den wollen wir uns jetzt auf jeden Fall auch sichern. Liebe Schiffe, es gibt hier gerade so viel, was ich hier wieder verteidigungstechnisch, flottentechnisch verbessern kann. Also ich grade die jetzt hier auf jeden Fall nochmal ab. Wo sind meine Forscherli hier? Genau, unser Forscher. Du kannst in keinen Astralriss rein, aber du kannst in einen Astralriss rein. Du bist ja auch gut darin. Also, mein lieber Kai, es wird Zeit, neue Astralrisse zu untersuchen. Den habe ich völlig übersehen, dass wir noch einen haben. Na gut, jetzt wissen wir es. So, die Schiffe hier werden auf jeden Fall erstmal wieder abgegradet. Wie sieht's aus mit den Flottillen? Moment. Ich muss hier mal gerade eben nochmal diese Station mir hier angucken. Welche Station ist das? Die da. Ach so, da kann ich nochmal ein weiteres Wohndistrikt reinmachen. So, die Dyson-Sphäre wird verbessert. Dann würde ich ganz gerne dich hier noch aufwerten. Dich hier noch aufwerten, dich hier und dich hier. Auch dich will ich aufwerten. Oh, und ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt mit diesem Planeten hier machen soll. Nach wie vor hauptsächlich für die Forschung gedacht. Wirklich Sklaven haben wir ja, glaube ich, auf dem Planeten nicht so richtig. Gott, was macht man das in sowas rein? Transithafen. Das ist halt auch nur für die Umsiedlung von Sklaven geeignet, ne? Das ist halt so das Ding. Besatzungsquartiere, Hydrokultur. Das mag doof klingen, aber ich denke ernsthaft über Ressourcensilos nach. weil ihr seht ja, wir machen hier nicht wirklich was, ne? Das ist. Ja, ich klammer es einfach nochmal aus. Ich muss ja da gerade eben noch nichts machen. So, Dyson's Fairy Line. Dann gehen wir auf die Dreiviertelstufe. Da haben wir schon 2K+. Die wird hier hoffnungslos irgendwann mal zu viel produzieren. Diese Orbitalstation können wir auch noch verbessern. Genauso wie auch die da und die da. So, wir haben den Riss hier, so wie es aussieht, betreten. Dann verbessern wir dich noch. Und dich. Und dann haben wir noch bei diesen Verteidigungsstationen Upgrades, die gemacht werden können. Sehr schön. Es sind eine Menge Verteidigungsstationen. Oh. Oh, ich baue hier noch welche. Lasst uns erstmal hier alles zu Ende bauen, bevor wir hier solche Schritte unternehmen. Ja, hier machen wir noch nichts weiter in der Richtung. Also erstmal, der Materiedekompressor ist nun auch unser. Ich glaube, ich möchte ihn parallel dazu auch noch bauen. Dafür muss ich allerdings ein paar Sachen anmachen. Gamma-Laser. Nee, ich nehme jetzt erstmal noch eine bessere Punktverteidigung. Dann Bierentchen. Unser Beamter, der diesen Plan. Oh, bitte sag mir, dass du irgendwas Nützliches lernen kannst. Geschwindigkeit, Blocker entfernen, Kosten für Gebäude. Architektonischer Sinn, meinetwegen. Schade. Und Belrair wird jetzt auch ein Berater. Was soll's. So, derweil hier aschfahle Umgebung. Wir haben die Atmosphäre einer kontinentalen Welt betreten. Der Planet sieht potenziell bewohnbar aus, allerdings sind Gelände und Flora erheblich entfärbt, als wäre die Oberfläche und alles darauf weiß gebleicht worden.
Trotz des offensichtlichen Vorhandenseins seiner Pflanzenwelt zeigen unsere Bordsensoren keinerlei Spur von Leben. Für eine eingehende Analyse des Ökosystems des Planeten wird eine direkte biologische Erkundung nötig sein. Wir haben einen möglichen Landplatz ausfindig gemacht. Na dann, viel Spaß beim Zu-Fuß-Gehen. So, hier machen sie immer noch Verteidigungsplattformen hin. Wir können aber hier jetzt... Ja, komm, bevor ich hier gar nichts reinbaue, mache ich hier noch einen Störsender rein. Hier machen wir noch zwei Hangare rein. Dann brauche ich da unten noch, Sekunde, das Kommandozentrum. Und neben dem Kommandozentrum machen wir auch nochmal einen Störsender hier rein. Tödlicher Ausgang. Ja, ihr baut noch. Was ist das hier mit dieser Bastion? Ah, stimmt, weil hier sie aus diesem L-Tor ja auch noch kommen können. Und ihr seid halt immer noch nicht angeschlossen. Game-changing upgrades incoming. So, wir haben jetzt die Gauss-Kanone. Die Gigakanone der Stufe 2. Aber auch die kinetische Artillerie. Oh, beides ist jetzt sehr reizvoll. Aber mehr Schiffe profitieren von dieser Gigakanone. Deutlich mehr. Was ist mit dem Ding hier? Da mache ich gerade eben noch nichts. Ich sehe keinen Grund dafür. Zumindest keinen gesteigerten. Okay. Dann mal wieder hoch. Sektoren ran. Nächste Forschung ist durch. Barrierepunktverteidigung. Ja, das kommt jetzt mal super früh, ey. Diese blöde Erkundungsgeschwindigkeit. Tachyonsensoren. Gamma-Laser. Neutronenwerfer wären halt auch mega fett. Das würde uns richtig krass Kampfpower geben bei der Bewaffnung, die wir hier haben. Ja, komm, die machen wir schnell. Also schnell in Anführungszeichen. So, die nächsten Flotten sind augmented. Das hier könnten wir theoretisch auch noch aufwerten. Ja, wir sind wieder komplett voll. Okay, nice. Ich glaube, ich kann aufhören, Nahrung zu verkaufen. Ich bin nicht mehr der Brotkorb der Galaxis. So, ja, wir verbessern unsere Heimatwelt hier nochmal, um noch mehr Gießerei-Boni zu bekommen. So, und jetzt ist ja der Materie-Dekompressor, genau. Aber dafür brauche ich ein schwarzes Loch, das ich nicht mehr brauche. Der ominöse Abyss. Ist vielleicht der beste Kandidat dafür, oder? Ich hoffe es. Also, ominöser Abyss. Ringweltbaustelle könnte man auch noch machen, aber lass uns jetzt hier erstmal gucken. Wo haben wir es denn? Zentraler Habitat, Dyson-Schwarmanordnung. Ach, kann ich wieder einen Dyson-Schwarm jetzt bauen, weil ich das andere jetzt umgebaut habe? Das wäre total drollig. Orbitalring-Hyperrelais. Materie-Dekompressor. Ja. Wir machen hier einen Materie-Dekompressor hin, logischerweise. Um die ganzen Mineralien rauskitzeln zu können. Weil ich glaube, ein anderes schwarzes Loch, das Sinn machen würde, besser verteidigbar ist, habe ich hier nicht. So, ausgebleichte Landschaft geht weiter. Wir verließen die Rissphäre und teilten uns auf, um die Umgebung zu untersuchen. Der Erdboden besteht aus mehreren brüchigen Schichten, die sich unter Druck völlig auflösen. Es sind Spuren von Kernmineralien, Entschuldigung, vorhanden. Doch es ist schwer vorstellbar, wie unter derartigen Bedingungen überhaupt irgendwas wachsen kann. Das Pflanzenleben ist ähnlich fragil und zerbröckelt bei der kleinsten Berührung. Wir könnten Triebe beobachten, die aus dem Boden ragten, und Knospen an den Ästen. Es gibt eindeutig Zeichen von Leben, aber unsere Instrumente verneinen sie noch nach wie vor. Bei unseren weiteren Erkundungen bemerkten wir unterirdische Bewegungen. Basierend auf ihrem aktuellen Kurs werden sie die Oberfläche in weniger als einer Stunde durchdringen.
Ich bereite mich auf den Erstkontakt vor. Bei sowas fliehen wir doch jetzt nicht. Wo kommen wir denn dahin? Okay. Die fortgeschrittenen Xenostudien werden demnächst durch sein. Was, Verbrecherherrschaft? Jetzt wird's wild. Okay, jetzt wird's hier absolut wild. Wir werden mal hier an die Verbrechergedöns machen. Das sehe ich ja gar nicht ein, was die hier gerade so treiben. Ich werde definitiv auch nicht mit den Verbrechern verhandeln hier. Wo kommen wir denn da hin? So, wir haben noch das hier zu machen. Und dann kann ich dieses Ding ja auch zu einer Ökumenopolis aufwerten. Oh, diese Ozeanwelt hier kann es auch schon. Geil. Tja, dann warst du mal eine Ozeanwelt. Und wirst jetzt auch eine Ökumenopolis werden. Hier sind wir noch sehr weit davon entfernt, solche Schritte einzuleiten. Aber egal. So. Ich bin am Überlegen, ob ich versuchen sollte, auch... Ja, wisst ihr, Vasallen ist nicht so unser Ding. Also ich würde es witzig finden, Vasallen zu haben, aber ich glaube, das ist einfach nicht so unser Ding. Ich habe einfach viel zu viel Wohnraum und fange damit einfach überhaupt nichts an. Nee, hier kann ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich mit diesen letzten Slots machen soll. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr Bergbau hier machen, aber ich meine, wozu? Er hat noch einen Raffinerieschwerpunkt. Aber der hilft uns auch nicht wirklich weiter. Nicht im geringsten. Ja, also am meisten macht, glaube ich, das hier Sinn. Weil ich den Materiedekompressor gerade eben mache, macht es keinen Sinn, jetzt hier nochmal ein paar Mineralien rauszukubbeln. Was ist das? Auf Abwägen? Option 1. Er soll seine Position behalten. Option... Lol. Okay, auf Abwägen. Es gibt keinen Text. Ich wollte nur gucken, ob das hier vielleicht vorgelesen wird, aber nein. Der behält seine Position. Wir wissen zwar nicht, was los ist. Wir tun einfach mal so. Es liegt daran, dass wir uns einfach nicht dafür interessieren, was wirklich passiert ist. So, Feldenkreaturen. Als die unterirdischen Bewegungen heftig ausfielen, sahen wir zu, wie uns um uns herum das spröde Gelände von einer Matrix aus kleinen Löchern übersät wurde. Aus jedem kam eine kleine lithoide Lebensform. Ihre grob behauene Gestalt übersäte das Land vom Horizont zu Horizont und umzingelte unsere Landestelle. Trotz ihres schroffen Aussehens bewegten sich die Kreaturen anmutig über die salzige Oberfläche und sie achteten darauf, die zerbrechliche Fauna und unsere Ausrüstung nicht zu beschädigen. Außer dass sie uns aus dem Weg gingen, haben diese Kreaturen bisher nicht auf unsere Anwesenheit auf dem Planeten reagiert. Wie auf ein Kommando hin richteten sich die Geschöpfe auf und wandten sich dem Horizont zu. Sie warten auf etwas. Aber worauf? Wir werden sie auf jeden Fall untersuchen. Ich meine, warum sollte man nur warten, ne? Also aus meiner Sicht, sie untersuchen, währenddessen sie warten, ist ja in gewisser Weise auch warten. Gut, das Spiel wird es wie immer anders interpretieren. So, gibt es hier wieder so viele Schiffe, die abgegradet werden können. Fleet augmented. Mehr Schiffe. Irgendwelche Aliens haben irgendwelche Strukturen abgeschlossen. Wenn sie meinen. Fleet augmented. So, seid ihr jetzt hier auch wieder... Nee, hier ist alles gut. Also, wie sieht's aus? 142.000 ist es inzwischen jetzt hier schon. Und ich nehme mal an, das wird überall ähnlich sein. Ja, 142.000. Das ist schon sehr, sehr schön. Damit kann man arbeiten. Ich finde es bloß nach wie vor total fragwürdig, dass diese Systeme hier
nicht die besten Waffensysteme benutzen, die uns zur Verfügung stehen. Ihr seht's, ne? Die benutzen offensichtlich nicht die Drachenschuppen. Ich muss also auf jeden Fall eventuell noch diesen Zwischenschritt tun. Die überspringen das wohl nicht, wenn man das macht, was ich echt doof finde. So, Buddy, unser Wissenschaftler, der Cybrex Alpha Prime hier untersucht, kann aufgewertet werden. Ja, das mit dem Energiemogul finde ich jetzt eher nutzlos. Als Planetengouverneur, ja, machen wir die Gebäude günstiger. So, und wir haben noch ein Level Up. Der Christian hier. Da ist eine ähnliche Ausgangslage. Auge für Talent, nee. Wanderer, einfallsreich, Ebenentheoretiker. Das ist alles nutzlos. Okay, du bist einfallsreich. Ich sage, ne, also diese Level-Ups, damit bin ich momentan einfach noch nicht so richtig zufrieden. Da könnte noch so viel mehr gehen, wenn das Spiel da ein bisschen schlauer wäre. So, die fortgeschrittenen Xenostudien sind durch. Die Galaktische Gemeinschaft hat den Beschluss, fortgeschrittene Xenostudien erlassen, dieser verbietet es reichen, KI zu ächten oder eine Politik der Nichteinmischung in Bezug auf Zivilisation ohne Überlichttechnologie zu betreiben. Ja. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht, dass das KI-Ächten verbietet. Verdammt. Wir werden uns nicht unterwerfen. Das war jetzt, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Das war jetzt mein Fehler. Wir werden das früher oder später zurückdrehen. Oder die galaktische Gemeinschaft verlassen im Zweifelsfall. Das war ein ungünstiger Fehler von mir. Egal. Ratsgröße kann ich noch nicht auf 1 senken, weil immer noch die fremdfinanzierte Freibeuterei noch gemacht werden muss. Bringt uns aber auch nicht um, ne? Nur weil wir jetzt ein bisschen das galaktische Recht brechen. Künstliche Intelligenz geächtet. Ich meine, man könnte sie in Sklaverei setzen. Nee, wir ächten sie. Wir bleiben bei geächtet, das passt zu uns viel besser als alles andere. Ach, verdammt, das... Ah, nee, es wurde automatisch schon gemacht. Ich dachte schon, es wäre... der Pop wäre migriert, aber ist er nicht. Alles gut, alles da. So, die Dyson-Sphäre wird immer noch gemacht. Oh, warte mal, du bist jetzt hier angekommen. Das Ding ist noch gar nicht in der Liste drin. Hochgradig interessant. Ich will mal gucken, ob ich mehr lebendes Metall kaufen kann, um das Ganze jetzt hier hart zu beschleunigen. So, ich kaufe jetzt mal eine Menge lebendes Metall und aktiviere... Nein, nicht das hier. Und aktiviere jetzt hier die Megabauwerke aus lebendem Metall. Oh nein, Dante ist gestorben. Verflixt noch eins. Okay. Wir lassen die Massen natürlich trauern für ihn. Was warst du eigentlich nochmal? Jetzt muss ich erstmal wieder finden, wo mir Dante gefehlt hat. Genau, hier war es auch nicht. Hier war es nicht. Oh, dieses Gebiet hat... Möglicherweise war es hier. Also, es war eher ein Wissenschaftler oder eher ein Kommandant, der hier gerade gestorben ist. Ich guck mal gerade eben bei den Wissenschaftlern, ob hier was geht. Wobei hier nicht wirklich viel machbar ist. Egal, wir holen auf jeden Fall jetzt hier jemanden rein. Im Idealfall, der ein Wissenschaftler ist. Nee, das wollen wir nicht. Haben wir keinen, der hier irgendwie wirtschaftliche Sachen macht? Wahrscheinlich nicht. Oder wir machen nochmal einen Kommandanten. Ich schaue mal gerade eben hier in meine Liste. Es könnte auch ein Kommandant gewesen sein. Ich glaube, Dante war ein Kommandant, Leute. Lass uns mal gerade eben bei den Kommandanten gucken, die uns zur Verfügung stehen. Ressourcenproduktion, Sklave.
der Flottenkapazität als Ratsmitglied. Ich glaube, dann ist das hier wahrscheinlich das Beste. Okay, wer soll es denn dieses Mal sein? Ich schau mal kurz, Leute. Damit ist Enrico wieder zurück. Und ja, wir müssen dich noch schnell leveln. Oh Gott, wo bist du denn? Ach nee, du bist... Wisst ihr was? Wir packen dich jetzt erstmal hier rein, weil wir durften da oben dich jetzt hier zur Auswahl haben. Scroll, 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 scroll. Da bist du. Eiserne Faust. Schwindler. Ja, wir bleiben bei deiner eisernen Faust, auch wenn wir, glaube ich, nicht sehr viele Sklaven hier haben. Okay, doch, die Maschinen. Aber ich stelle mir das gerade eben vor, wie... Könnt ihr mal aufhören, ständig solche Sachen zu machen? Man stellt sich das mal vor, ne? Du hast eine harte Hand gegen die Roboter, die wir haben. Du lässt die Roboter peitschen. Okay, Leute, guck mal, wir sind jetzt hier gleich, was unsere Mineralien angeht, komplett, tutti kompletti voll, ne? Jetzt geht es nur noch darum, mehr Speicherkapazität herzubekommen. Was aber auch nicht so ohne weiteres möglich ist. Und wir haben gleich in 15 Monaten auch mal deutlich mehr Technologie zur Verfügung. Was mache ich die Gesandten hier? Ich habe ganz viele Gesandte, die gerade eben keine Aufgabe vollführen. Ich habe auch gerade eben niemanden, der hier bei der galaktischen Gemeinschaft ist. Meine diplomatische Bedeutung ist gedroppt. Durch meine ungünstige Fehlentscheidung. Puh, mal überlegen, mal überlegen. Ja, also wir sollten, das tut gerade schon weh. Dagegen sollten wir früher oder später doch noch vorgehen. Die Frage ist halt, ist mir das hier, die fremdfinanzierte Freibeuterei, so wichtig? Nee, ich ziehe sie nochmal zurück und werde nochmal versuchen, diesen Fehler auszubügeln, den ich gerade eben gemacht habe. Das war natürlich jetzt doof. Das war sehr, sehr doof. Aber ich kann ihn, glaube ich, gerade eben nicht zurückziehen. Nee, ich kann ihn, glaube ich, gerade eben nicht zurückziehen. 2000 Tage noch. Ja, so lange wird es halt dauern. So lange werden wir damit leben müssen, ist aber auch egal. So, oh, der Antimaterie-Dekompressor ist am Start. Geil. Das macht ja noch mehr Mineralien. Dann ist Brother Ronan hier dran mit seiner Flotte. Was geben wir dir? Mehr Aggressivität. Nee, ich gebe dir hier den Schwindler für mehr Rückzugschance. So, die Gigakanone ist durch. Oh, Robotermontagekomplex. Hm, weiß ich nicht. Titan. Es mag bescheuert klingen, aber das ist gerade eben das Beste, was mir einfällt. Der Rest ist ja einfach Unfug. Also das sind einfach alles Sachen, die brauchen wir nicht, der Rest hier. So, die Dyson-Sphäre wird demnächst fertig sein. So, jetzt warte ich noch ganz kurz. Wir bekommen ja gleich nochmal die Neutronenwerfer. Und es geht ja auch nochmal hier mit dem Astralriss weiter. Biogeologie. Die lithoide Kreatur, die wir untersuchten, wurde unruhig, wenn man sie vom heller werdenden Horizont wegdrehte. Doch ansonsten zeigte sie sich absolut gefügig. Die Lebensform ist rund einen halben Meter groß und weist eine extreme Dichte auf. Die Vorderseite ist in einer helleren Grauton gehalten als die Rückseite. Ihre beiden gebleichten Augen liegen tief in ihren Höhlen und ihre äußere Schicht ist von sehr hoher Temperatur. Sie hat keinen sichtbaren Mund und ernährt sich offenbar anderweitig. Ich nehme mal an, dass sie irgendwas mit Dingens macht. Mit Solarkollektion. Wie auch immer. So, kann ich inzwischen eigentlich jetzt hier diese Nanitenwelt? Nein, kann ich immer noch nicht. Da fehlt mir, glaube ich, einfach irgendeine Technologie, die ich hier nicht bekommen habe. Vielleicht bekommen wir die später noch. Ich weiß es momentan gerade eben leider nicht. So, ja, wie gesagt, hier müssen wir nichts machen. 5 Monate noch, hier 7 Monate. Ich weiß auch gar nicht, was ich als letzten Aufstiegsvorteil nehmen soll, wenn ich ehrlich bin.
Das schauen wir uns dann noch im Detail nochmal an. Aber jetzt kommen erstmal die Neutronenwerfer. Und danach, wie gesagt, der Aufstiegsvorteil erst. 1400 Pops. Noch 2 Monate. Ausgebleichter Planet. Ja, da sind wir ja gerade dran. So, Stiller Wolf levelt. Ja, du wirst natürlich auch logischerweise ein Admiral. Jetzt ist der Neutronenwerfer durch. Das bedeutet für uns, dass wir uns wieder entscheiden müssen, was wir als nächstes machen. Die Kosmogenese der nächsten Stufe ist an und für sich ganz nice, aber aus meiner Sicht noch ein bisschen zu weit weg. Wir gehen jetzt hier erstmal auf den Gamma-Laser. Und dann verbessern wir jetzt hier einfach wieder... Oh! Alle Schiffe. Ich sehe gerade eben, dass ich hier vielleicht eine Fehleinschätzung durchgeführt habe. Eine meiner Flotten hier ist nicht besetzt. Warum? Kommandant, 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 Kommandant. Okay, Enrico. Du wirst jetzt hier doch eine Flotte übernehmen. Hä, aber warte mal. Das heißt, dass diese Welt hier halt wirklich... Also, dass dieses System überhaupt keinen Gouverneur hat. Okay, ich habe mehrere, die keinen Gouverneur... Aber dieses System hier sollte einen haben. Okay, dann müssen wir doch nochmal ran und holen dieses Mal einen Wissenschaftler. Oh, einfach, weil sie von den Slots her am besten passen. Es ist egal, was ich mache. Die sind alle jetzt nicht unbedingt die erste Wahl für sowas. Aber ich nehme dich jetzt halt einfach mal und mache dich einfach mal belastbar. Und natürlich wirst du auch wieder namenhaft werden. Das hier ist dann wieder Silent. So, Silent is back, Freunde. Silent is back. Oh, und schon gibt es hier, so wie es aussieht, Arbeitslose. Das müssen aber Roboter sein. Kann ich irgendetwas für diese Roboter hier auf diesem Planeten machen, auf einer Fabrikwelt? Schwierig. Das ist wirklich schwierig. Naja, sie sind auf jeden Fall schon mal weggereist. Ja, jetzt ist alles da. Also wir haben jetzt auch diesen neuen Aufstiegsvorteil. Mehr Erlassfonds, geheiligter Nexus. Kampfausbildung machen wir jetzt hier für unsere Truppen. Dann levelt hier Bebop noch. Der kontrolliert hier diese Welt. Ebenentheoretiker. Als Ratsmitglied. Hm. Das macht immer noch am meisten Sinn. Dann haben wir noch hier den nächsten Agenda auszuwählen. Bewahrer der Ordnung. Ne, ich will Level-Ups für unsere Charaktere machen. Und jetzt machen wir noch ganz schnell hier weiter mit dem Riss. Die Lithoiden-Kreaturen bewegten sich unruhig auf der Stelle, als der Himmel dunkler wurde. Schwarzes Licht brach sich über den Horizont. Eine plötzliche Kälte kam über unser Lager. Gebadet im Licht des dunklen Sterns spürten wir eine Art Leere, als würden uns unsere Energie entzogen werden. Uns bleibt jedoch noch genug Zeit, vor Sonnenuntergang zur Risssphäre zurückzukehren. Doch unser Trupp ist krankhaft neugierig darauf, was uns dieses Phänomen in wissenschaftlicher Hinsicht bringen könnte. Wir werden auf jeden Fall diesen dunklen Stern jetzt hier beobachten. Also ganz im Ernst, das müssen wir jetzt irgendwie rauskriegen. Ich sorge dafür, dass ich hier noch mehr Truppen haben kann. Das sieht alles sehr spannend aus. Ja, ich will auf jeden Fall mehr Bodentruppen haben. Seht mal zu, dass ihr das jetzt hier gefüllt, Freunde, hier. Flottenkapazität for the win. 3K, ey, jetzt geht's los. So, die Dyson-Sphäre wird von uns jetzt hier endgültig abgeschlossen. Der Materie-Dekompressor braucht noch eine Weile. Ich will mal nur mal kurz mal zeigen, ne, wie viele Energy-Credits wir machen. Aturion hat was. Rehabilitationsprogramme für Kriminelle. Aturion hat ein vielschichtiges Rehabilitationsprogramm entwickelt, das die programmatischen Elemente der Gesellschaft in
aufrichtige Bürger verwandeln soll. Unsere Risikobewertung schätzt, dass 17,3% der Kriminellen nicht rehabilitiert werden können und als akzeptable Verluste betrachtet werden sollten. Bin ich voll dabei. Hart durchgreifen. Ist jetzt hier bei uns angesagt, beim Adeptus Mechanicus. Ich glaube, das würden die auch in echt tun. Hart durchgreifen. Gott, wie viele Level-Ups hier die ganze Zeit reinkommen. Luke levelt auch nochmal jetzt hier am Ende. Das bringt nichts. Schrecken, Moralschaden, nein. Abreißer, Schwergewicht. Okay, ich gebe dir jetzt einfach mal hier den Abreißer, dass du noch mehr Schaden gegen Sternbasen machst. Ach Gott, ich bin so doof. Er ist ja sogar... das waren Fail-Bob und Söhne von mir. Ja, du kontrollierst die Armee. Ich bin heute leider in dieser Aufnahmesession ein bisschen fehleranfällig. So Leute, und bis zum nächsten Mal werden wir uns dann überlegen, was wir hier noch machen wollen. Ich denke, sowohl die galaktische, die ewige Wachsamkeit als auch der galaktische Anwärter wäre durchaus interessant. Wobei, erweckte Reiche, gefallene Reiche, Torbauer sind für uns gar nicht mehr wichtig. Die ewige Wachsamkeit ist durchaus interessant. Oder die Archeo-Ingenieure. Uralte Technologien mit unserem Modern zu kombinieren. Wir sind Archeo-Ingenieure. So, das passt am besten zum Adeptus in Mechanicus. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.